Die Lenneper Pilgerfreunde haben eine neue Heimat für Pilger, die hier in Lennep übernachten wollen. Und darüber wollen wir heute reden mit Hans-Willi Oberlies. Willi, ihr hattet früher eine andere Herberge für die Pilger. Seit einiger Zeit gab es das nicht, aber jetzt gibt es am Munsterplatz ein neues Zuhause. Jawohl, seit 1.8.2024 haben wir ein neues Vierbettenlager, so wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben. Und ganz wichtig zu erwähnen ist, glaube ich, dass ohne Hilfe der Stadt das gar nicht möglich gewesen wäre, oder? Ja, das muss man sagen und auch hoch anrechnen. Das Haus gehört der Stadt und der Oberbürgermeister, der hat sich wirklich um diese Sache sehr bemüht und hat die auch sehr angenommen. Du hast den Oberbürgermeister erwähnt und ich hatte die Chance, mit Burkhard Mastweiß zu sprechen. Burkhard, wie wichtig war es für die Stadt Remscheid und auch für den Rat der Stadt Remscheid, den Lenneper Pilgerfreunden die Möglichkeit hier zu geben, dass es hier eine Stätte gibt für nächtliche Ruhe? Die Geschichte ist ja eine ältere. Wir haben ja lange gesucht nach Alternativen. Die haben eine tolle Arbeit gehabt an anderer Stelle. Das hat sich dann zerschlagen. Und ein solches ehrenamtliches Engagement, was ja mehr ist als nur Pilgern, sondern auch etwas ist, was Gemeinschaft stärkt und was ja auch über die Grenzen Deutschlands hinaus ein Zeichen ist. Das hier dem Rat auch vorzustellen, war gar kein Problem. Und der Rat hat auch sehr einmütig gesagt, das wollen wir unterstützen, auch mit durchaus namhaften Summen, weil es wichtig war, dieses Zeichen zu setzen, der Begegnung des Ehrenamtes. Und ich bin auch froh, dass viele Menschen hier in unserer Stadtteil, in Lennep, sich dafür so eingesetzt haben. Denn ohne deren Arbeit würde das ohnehin nicht funktionieren. Willi, in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema ist ja Gastfreundschaft. Das wird ja bei euch immer sehr groß geschrieben. Wie wichtig ist es, dass die Leute, wenn die durch Lennep pilgern, die Möglichkeit haben, hier mal einen Halt zu machen, einen Rast zu machen, möglicherweise auf dem Weg nach Santiago de Compostela? Ja, Gastfreundschaft ist und bleibt ein sehr großes Gut. Und wir versuchen es zu pflegen, indem wir die Herberge haben. Wenn Probleme sind, sind wir auch gerne bereit zu helfen. Und wir werden die alte Tradition der Gastfreundschaft werden wir hier in Lennep fortsetzen. Du sprichst Lennep an. Für euch als Pilgerfreunde, die ja so viel machen, die Traditionen ja aufrechterhalten. Wie wichtig ist es, dass man anderen Pilgerbrüdern und Schwestern die Möglichkeit gibt, nicht nur Lennep, nicht nur Remscheid, sondern auch das Bergische Land dann dadurch kennenzulernen? Der Jakobsweg geht ja durchs Bergische Land durch. Wir fangen bei der Bayenburg an und enden dann in Köln. Das ist so der sogenannte Bergische Jakobusweg. Wie es in anderen Städten ist, kann ich nicht besonders viel zu sagen. Die Bemühungen, es auszubauen, die bestehen. Man hat Kontakte zu den einen oder anderen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Wermelskirchen, Altenberg. Die Kontakte bestehen, wie man das noch forcieren kann. Willi, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Also für Pilger gibt es eine neue Möglichkeit, wieder hier in Lennep unterzukommen auf ihrem Weg, auf dem Jakobsweg.